Moin Leute und herzlich willkommen zu Part 2 von Attack of the B-Team. Und ich nehme das Ganze jetzt endlich mit Fraps auf. Ich habe dieses Programm jetzt endlich auch. Und ja, den Zombie-Kopf lasse ich mal da. Ingame-Sound höre ich selber auch keinen. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Ja, in der letzten Folge bin ich auf 5 Jahren mal gestorben. Und ich habe herausgefunden, dass es hier nur eine kleine Insel ist. Und dass da drüben anscheinend Festland ist. Okay. Ich höre selbst auch keinen Ton. Keine Ahnung, warum nicht. Es ist nur bei Attack of the B-Team so. Und von den Ressourcen, die wir haben, sind wir ziemlich arm, weil letztens haben sie einen Creeper das Haus weggesprengt. So. Ich lasse die ganze Zeit die linke Maustaste los, keine Ahnung warum. So. Ich lasse das Dreckshaus einfach mal so. Ja. Wir werden uns wahrscheinlich eher ein anderes Haus suchen. Oder wir werden nicht auf dieser Insel bleiben. Wir werden nämlich etwas anderes suchen. Und ja. Ich glaube nicht, dass es das damit abbauen kann. Das ist nämlich Aluminium von Galactic Craft. Ich glaube, das kann man nur mit Eisen abbauen. Aber. Egal. So, dann baue ich mal den Grabstein hier ab. Jetzt habe ich hier wieder die Sachen. Das Grass annimmt. Okay. Ich habe einen Muskel. Was habe ich denn schon? Das ist kein. Die Spinne benutze ich. Pineapples werde ich brauchen für Pina Colada. Und Pina Colada brauche ich, um in die Tropic Craft Welt zu kommen. Oder zu gelangen, besser zu sein. Barley kann ich zur Barley Flour machen. Barley Flour kann ich backen und daraus bekomme ich dann Brot. So. Ich kann ja auch das Haus hochklettern. Brenne ich eigentlich als Zombie jetzt? Nein, es ist Nacht. Gut, gut. Brains. Was ist denn ja lustig? Stencil Table. The Chest Tool Forge Tool Station. Das wird cool. Bounce Pad. Okay. Barricade. Und wie macht man das? So und so. Die Brick. Smeltery wollte ich auch mal machen. Okay. Open Blocks brauche ich da wohl noch nicht, weil damit kann ich noch nichts anfangen. Schmelzen.
Ja, ich spiele World of Peaceful, weil eben sowieso und überhaupt. Und ja. Jetzt muss ich den Eingang wieder finden. Lag. So. Ich sehe nächstes auch hier Licht für eine gewisse Zeit. Und hier ist Essen, das ist gut, das ist wirklich sehr gut. In Digimon soll ich genug Essen, da brauche ich kein Essen. Aber hier brauche ich mehr Essen, als es gibt. Essen ist sehr wichtig, weil man die Galacticraft Sachen fast alle nur mit Essen abbauen kann, wie es scheint. Hin kann man glaube ich auch mit Stein abbauen, aber ich glaube das ist gar nicht, dass es von Galacticraft ist. Hier ist Copper, das ist von Thermal Expansion. Okay. Gut, gut. Einfach die ganze Ressource mitnehmen. Copper ist sehr, sehr wichtig für Copper Cable und so. Oder für sonstige Maschinen. Und für Bronze. Oh. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Und mein Bildschirm spiegelt voll, deshalb habe ich ihn ein bisschen zu mir gedreht. Also nach vorn geklappt, damit man das. Also damit ich es besser sehe. Weil ich es egal, sieht dann das Spiel sitzt nicht, ob es spiegelt oder nicht. So, Badefloor ist aber mal wichtiger. Moment. So, ich bin wieder da. Aber inzwischen ist genug Brot gebacken für 5 Jahre. Oder 500. Ich werde nochmal hier wieder weiter runtergehen. Hier das Eisen schmelzen. Ich brauche mindestens 3, damit ich das Aluminium abbauen kann. Wenn man das mit Eisen auch nicht abbauen kann, dann brauche ich Diamanten. Diamanten habe ich schon an der Oberfläche gefunden mal, aber das war in der Nähe von einem Vulkan. Der Vulkan ist wirklich nicht so leicht zu finden. Eigentlich war es ja kein Vulkan, es war mehr so Lavalandschaft. War egal. So. Ich glaube, ich raste das mal ab alles. Ich raste das mal alles ab. Alles mit und dann gehen wir auf die Suche zu die Suche von einem Wildschutzdorf oder einer Wüste, also zuerst finden. In einer Wüste, glaube ich, sind gute Ressourcen. Glaube ich. Vielleicht sagen sie es wirklich süß. Kaffeebohnen waren das, okay. Die Tomaten und die Erdbeeren sind nicht gewachsen. Okay, das geht mit Eisen schon viel, viel schneller. Das hier ist was? Ist Tin oder Thermal Expansion, genau. Kommt
Kopper findet man auch viel. Die Sache nämlich gut. Hier ist wieder Essen, das ist noch besser. Kohle wäre auch ziemlich nice. Hier ist Redstone. Redstone braucht man auch für manches. Da ist natürlich auch. Essen kann man immer gut für Werkzeuge gebrauchen. Okay. Holy shit. Okay. Schrei, 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 schrei. Oh, fuck. Das ist doch so knapp. So ist halt. Ja, da ist nichts untergefallen. Gut. Really good. Really good. Unter Wasser, glaube ich, findet man die meisten Ressourcen. Keine Ahnung warum. Da fällt nichts runter. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Limestone könnte man für auch irgendwas gebrauchen. Das nimmt man mit. Gut, dass ich hier weitergegraben habe, weil hier ist Lidur von Thermal Expansion. Also die Mod Thermal Expansion. Hier ist auch wieder viel Essen. Hier bestimmt ist schon genug Essen für 25 Jahre. Egal. Und Marble werde ich auch abbauen. Damit werde ich dann mein Haus bauen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Da brauche ich den Limestone nicht ab. Wie nutze ich den jetzt, um das hier zuzubauen? So. Dann habe ich hier noch Silberohr. Ich habe keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt. Von den Vorteilen her, ich glaube nämlich nicht. Marble Cobblestone. Das ist nicht so cool. Ich glaube nur Basalt bekommt man sowas. Irgendwas bekommt man sowas. Das ist Kohle, das ist mega nice. Mega nice. Okay, Aluminium ist auch wieder da. Scheint für uns oft. Was ist das? Das ist ein Fossil. Ja. Yeah. Knochen. Fossile sind gut. Fossile sind wirklich gut. Fossil. Ich glaube, beim Fossil hat man eine Chance von 1 zu 1 Million, dass du was. Was ist das? Was ist das? Silikon? Silikon, Alter. Naja, jetzt brauchen wir nur noch so ein Girlfriend, dann kann sie sich Silikonbrüste machen. Coal. Das Silikon und Kohle gleich ausschaut, finde ich ein bisschen kacke. Ehrlich gesagt, Moment. Jetzt. Ich baue das ab. So, ich baue es jetzt nur noch ab in die Level. Ich hatte gemerkt, ob ich nicht brauchen kann, weil ich schon einen Stick habe. Oder ich hatte Sticks weg. Das ist ein Stick. So. Ja, schon genug davon. Das ist viel zu viel Material, was ich hier finde. Silikon kann ich noch fertig abbauen.
Tin ist gut, Tin ist immer gut. Tin ist immer gut, Tin ist immer gut. Da ist noch Tin. Den noch mit. Ich habe genug Sachen. Silber. Ja gut, dann habe ich mal diese Sachen. Ist das Silber? Silberohr. Lidohr. Lidohr, glaube ich, braucht man nicht. Das werde ich was. Vielleicht braucht man es doch irgendwas, dann weiß ich das nicht. Aber soweit ich weiß, glaube ich nicht. Oh, so, das weiß ich das nicht mehr. Okay. Da ist nichts mehr drunter. So, wie komme ich jetzt hier wieder auf? So? Ja, so. Da das Eisen noch schmelzen. Ist wieder Tag. Oh, ich habe vergessen, dass ich ein Zombie bin. Das ist ja alles noch schief gegangen. Egal, ich nehme das dann das so. Aber jetzt habe ich doch keinen Platz dafür. Muskeln. Rumpfleisch hat nicht. Muskel weiß man nie, was man den braucht. Vielleicht können wir unsere Muckis vergrößern. Aber egal, in die Richtung hier. Platz. Ich meine, so was. Einzig keine Waypoints, ja? Platz. Palz, genau. Ah, schon besser, schon besser. Was lagt? Es lagte. Nein, nicht crashen. Nein. Boot. Alter, cool. Es sind ausgestorbene Tiere eigentlich. Eigentlich. Hier ist eine Palme. Okay, dann fahren wir mal weiter. Finden wir auch ein Tier, das fliegen kann. Ja, das ist mega nice. So, Fledermaus irgendwas. Ach, das ist ein Baum. War cool eigentlich. Baum. Das ist schon fester. Was ist das hier? Jungle Boot. Ah, ich hab den natürlich kaputt. Okay. Das ist ein Pikachu! Ja, Pikachu! Ja, der Part of mein Team. So, Shiggy. Das war ganz schicki. Schicki. Akkunaib. Okay, also ciao, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, ein paar zu werten. Und ihr könnt auch bei anderen Videos vorbeischauen von mir. Und da hinten ist ein riesiger Baum, genau. Ein riesiger Baum.
Oder mehrere riesige Bäume. Müssen wir mal gucken, was das ist. Das sind nur riesige Bäume. Ja, riesige Bäume, genau. Redwood Wood. Wir haben so plenty. Da ist auch irgendwie ein Herz drin. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Egal, bewertete Part, bis zum nächsten Mal.